Ein gar fürchterliches Gegröhle pflegen die Zwerge zu veranstalten, wenn sie sich ihren sogenannten Feiern verabreden. Doch wisse, um wenig mehr als einen unziemlichen Alkoholkonsum geht es ihnen dabei, so dass bald keiner mehr in der Lage ist, seine ohnehin spärliche Kultiviertheit noch an den Tag zu legen. Wenn dann aber ihre blechernen Instrumente das Ganze noch zu übertönen versuchen, hilft nur noch schnell Reis auszunehmen. Aus einem Brief einer Gouvernante aus Taladur an eine Kollegin aus Punin. Und so richteten die Zwerge Vollmans, Arbra Bramalok, die große Waffe aus und sprachen: Sei nicht mehr Lindwurm. Als die Armbrust ihr Ziel fand, da fiel das Gezücht vom Himmel und stürzte brennend in die Schlucht. Da Söhne Vollmans priesen jedoch den Gott und sein unfehlbares Werkzeug. Aus einer Legende der Erzzwerge, seit 5000 Jahren nahezu unverändert, weitererzählt zur Entwicklung der Armbrust. Und so dräut der Tag des Feuers, der erste Ingrim, der auch unter dem Motto »Wer dem Feuer widersteht, ist geläutert an Leib und Seele« gefeiert wird. Ein zwergischer Feiertag und der Tag von Boltags Hochzeit. Boltags hat sich mit seinen Getreuen, seinen Säulen noch einmal abgesprochen und ist auf dem Weg zur besagten Höhle. An seiner Seite Rafim, Abelmir, Zulamin und in etwas Abstand auch alle anderen Eingeweihten und Eingeladenen. Jetzt geht es los. Sitzt mein Anzug? Was meint ihr, kommt mein Bauch auch wirklich zur Geltung? Ja, sieht es sehr gut aus, Boltags. Danke, danke. Uiuiuiuiuiui. Aber ist die Höhle denn auch groß genug? Nicht, dass ich mir gleich den Kopf stoße. Nein, nein, ich habe sie extra schön hergerichtet. Du wirst keine Sorgen machen müssen. Es ist keine kleine Kaverne. Nein, es ist eine gar stattliche Höhle. Hätten wir etwas mehr Zeit, könnte man sie zu einer Mine ausbauen. Das wäre fantastisch. Oh, ich hoffe, Angoschminia ist nicht zu spät. Sie wird sicherlich den ganzen Vormittag gebraucht haben. Aber nun gut, ich darf sie ja noch gar nicht sehen. Sie kommt vermutlich in einem halben Stundenglas und wir müssen noch alles herrichten. Und ich bin zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt, aber ich habe gut geschlafen. Oh, zum Glück keine Träume, keine bösen Träume diesmal nicht. Nein, nein, nein. Oh. Naja. Verkneift sich ein Gähnen. Naja, was müssen wir denn noch herrichten? Sollen wir irgendwas tragen? Nein, alles gut. Im Endeffekt müssen wir nur noch die ganzen Kerzen anzünden, die auf den Tischen stehen. Und alles heimelig herrichten. Ich glaube, ansonsten ist alles auch schon soweit vorbereitet. Wir haben uns für die letzten Tage deutlich Zeit genommen, um das Ganze schön zu gestalten. Ach ja, das wird ein Tag. Wisst ihr, dass es der Tag des Feuers ist? Ja, so heißt es auch bei den Menschen. Ja. Ein ganz wichtiger Feiertag. Ein Feuertag. Zwergenwitze. Ich verstehe sie immer noch nicht. Es heißt Feiertag und wir haben es ein Feuertag. Es macht keinen Spaß, wenn ich den Witz erklären muss. Da sind wir. Das ist die Höhle. Wie findet ihr sie? Ja, sehr höhlig, würde ich sagen. Noch etwas dunkel. Oh ja, wie gesagt, wir müssen schnell noch die Lichter anmachen. Kommt. Ja. Und so betreten die Helden die Höhle und entzünden eine nach dem anderen die Kerzen. Und es sind unzählige Kerzen, die hier in der Höhle untergebracht sind, sodass schon bald ein warmes Feuerlicht die ganze Höhle erhellt. Erz und Feuer in wohligem Einklang. Gleich viel heimlicher, nicht wahr? Ja, es gibt der Höhle eine gewisse Wärme. Es ist immer noch eine Höhle und kein Wohnzimmer. Oh doch, man kann es schön herrichten, nicht wahr? Stellt euch einmal vor, hätten wir jetzt mehr Zeit, könnten wir hier einen Kaminschacht anlegen und hier einen Teppich hinlegen. Aber man kann nicht alles haben, nicht wahr? Was wie bei den Trollen, Schachsfuhl. Ja, genau. Bei denen habe ich mir ja auch was abgeguckt. Also, in gewisser Weise. Die Höhle geht, glaube ich, wirklich auf einen Troll zurück. Wie kommst du darauf? Schau mal.
da hinten die Stalaktiten, der eine abgebrochene und wie er im Raum angeordnet ist? Fällt dir da was auf? So weit südlich gab's keine Trolle, Schochsul. No, seid ihr da nicht so sicher? Die gab's mal überall, glaube ich. Naja, vielleicht ist es auch keine Trollhöhle. Man weiß es nicht so genau. Wir können ja schlecht in die Vergangenheit gucken, nicht wahr? Stehkopf-Schamane kann das. Ich glaube, Beutax hat heute Wichtigeres vor. Ja, ja. Ich frag mal den Stehkopf-Schamanen. Gute Idee, Gonner. Gute Idee. Sehr gute Idee. Also, wir gehen noch einmal schnell die Vorgehensweise durch und dann müssten die Gäste eigentlich auch langsam schon eintreffen. Also, wir beginnen zunächst mit der Verlesung. Das hatte ich ja schon angekündigt. Und dann geht es mit den Schwüren los. Der Schwur des Feuers und des Erzes und des Humuses, des Wassers, des Windes, des Eises. Naja, wir schwören jeweils auf Edelsteine. Dann kommt die Edelsteinmühle zum Tragen, die wir extra angefertigt haben. Wir vermahlen diese Edelsteine und tragen mir und Angroschminia dann jeweils eine Maske aus den Edelsteinen auf. Die werden mit etwas Öl vermischt. Und Zulamin, könntest du dann ein paar Worte dazu sagen, während wir dies tun? Ja, natürlich gerne. Das ist wunderbar. Dann kommt es zum Austausch der Brautgeschenke. Also meine Geschenke stehen da hinten. Das ist der Lattenrost und das ist, ja, genau. Alles hier schön vorbereitet. Das Stammbuch und ich habe alles griffbereit. Und dann geht es an das Probieren des Ehebräus. Dann erfolgt der Segen der Asche. Dafür müssen wir dieses Schlangenleder hier verbrennen. Und am Ende die Feuerprobe. Und dann kommen auch schon die Reden der Pfeiler von Serpentilio, von Gornech und Raphim und dann von Abelmir, Elhalkash und Zulamin. Und zum Schluss, ich weiß gar nicht, wer das macht, noch die Predigt von Angroschs Geschenken. Macht das Angroschminia? Ich glaube nicht, sie ist ja die Braut und nicht der Angroschgeweihte. Vielleicht macht das Elhalkash oder einer von den anderen Zwergen. Irgendjemand wird es schon tun. Es ist die Standardpredigt, nicht wahr? Und dann der Schwur des Bräutigams, also mein Schwur, und dann die Schwur der Braut. Und dann das Anstecken der Ringe. Oh, und dann haben wir Mitternacht. Oh, dann wird gefeiert. Ich habe ganz viel Bier kommen lassen. Richtiges Bier oder selbstgebrautes? Nein, das Ehebräu ist nur für mich und Angroschminia. Richtiges Bier natürlich. Na, zum Glück. Ja, und dann spielt die Kapelle auf und dann wird getanzt und gefeiert. Welche Kapelle? Kapelle? Eine Zwergenkapelle? Oder? Eine Blaskapelle. Oh, ja, ihr erinnert euch, als wir noch etwas weiter südlich waren, in diesem seltsamen Tempel, wo es diesen Praios und Boron Bild gab, da war ich in diesem Gasthaus, wo ich einen sehr guten Käse gegessen habe und habe einen zwergischen Blasmusiker kennengelernt und den habe ich gefragt und der ist heute da. Ja, da freuen wir uns aber ganz doll, nicht wahr, Abelmir? Oh ja, hast du was Wachs dabei? Naja, sind ja genug Kerzen. Ah, du hast recht. Das wird helfen. Ich meine, es ist erstaunlich, dass Beutax in diesem Teil der Welt jemanden für diese Aufgabe aufgetrieben hat. Oh, das war gar nicht so schwer. Zwerge kommen rum. Über und unter der Erde. Ja, du und Angroschminia seid dafür ja das beste Beispiel. Genau, genau. Wir haben uns gewissermaßen ja fast auf See kennengelernt. Deshalb, ich muss schon sagen, die Umstände sind etwas unorthodox. Aber naja, wo die Liebe hinfällt, nicht wahr? Wenn die Liebe trifft vor allen Dingen. Ja, das erfreulicherweise ja uns beide. Es wäre unschön gewesen, wenn es jemand anderen getroffen hätte. Nun gut. Also, ich glaube, dann sind wir soweit, oder? Fehlt noch etwas Wichtiges. Nur damit ich das richtig verstanden habe, das Ganze braucht so um 12 Stunden. Etwa, ja. Wir hätten essen sollen vorher. Oh, keine Sorge, es gibt auf den Tischen Essen. Seht ihr, Käse und Pilze. In rauen Mengen. Und wo ist hier der Abort? Oh, draußen neben der Höhle haben wir eine Sickergrube angelegt. Sehr vorbildlich. Natürlich. Wenn es ums Graben geht, kannst du dich doch auf uns verlassen, Abelmir. Nun,
dann würde ich sagen, wir beginnen. Die Gäste trudeln auch langsam ein. Ich werde mich hier vorne hinstellen und nun dann auf Angroschminia warten. Wenn sie dann kommt, erfolgt das Verlesen der Familie des Bräutigams und der Braut. Und dann beginne ich mit den Schwüren. Ich bin nervös. Ja, die Namen wollte ja Abel mir vorlesen. Das haben wir ja schon geübt. Ja. Ja. Ich würde mich dann an die Tür stellen und bring die Gäste zu ihren Plätzen. Sehr gute Idee, Rafim, sehr gute Idee. Hier sind die Platzkarten, das ist die Liste. Achte darauf, dass die Kapitäne so beieinander setzen, dass sie sich nicht die ganze Zeit zanken. Du weißt ja, wer mit wem gut kann und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Ich erinnere mich ausgezeichnet an das Verhältnis der Kapitäne zueinander. Sulamin, aus unerfindlichen Gründen würdet ihr mir vielleicht helfen? Ja, natürlich. Und sie meint also halt laut zu dir. Ich glaube, solange wir Praia Danya nicht allein lassen, ist alles gut. Die anderen wissen sich zu benehmen. Oh, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Sie habe ich neben diesen novadischen Captain gesetzt. Was für eine wunderbare Idee. Ja, das dachte ich auch. Ihn kenne ich nicht und sie ist doch eine sehr mitteilsame Person. Ja, er wird sich mit Sicherheit kennenlernen. Da wird er jetzt nicht dran vorbeikommen. Der mögt ihr recht haben. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie gegen ihn keinen alten Groll hegt. Vielleicht wird sie einen neuen entwickeln, aber das ist ja dann ein anderes Thema. Oh, da fällt mir gerade ein, es sind Käse und Pilze in irgendeiner Art und Weise mit diesen 99 Gesetzen nicht kompatibel. Da habe ich mir überhaupt keine. Soll ich lieber noch etwas anderes? Oh nein, ich kann jetzt auch nichts mehr anderes organisieren. Ah ja, da muss der Novadi eben. Ich hoffe, Pilze sind in Ordnung. Das würde ich auch sagen. Genau, wir lassen uns nochmal die Gesetze überlegen. Ich erinnere mich an kein einziges Sulamin. Ich habe ihnen immer sehr aktiv Desinteresse entgegengebracht. Ich erinnere mich nur an ein seltsames Speisegebot, dass man irgendwelche Tiere nicht essen darf mit Füßen und Schuppen. Und ich glaube gar nicht, dass es solche Tiere überhaupt gibt. Also natürlich gibt es Schuppentiere. Echsen. Ja, sicher. Aber es war noch etwas anders. Es war sehr seltsam. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich glaube, sie dürfen keine Fliegentiere essen. Ich glaube, sie dürfen nicht bei Vollmond baden. Naja, aber das sind ja alles keine Pilze. Also Pilze wird er wohl essen dürfen. Und Käse denke ich auch. Wir haben ja schließlich auch Kamele. Ja, das stimmt. Was? Nein, Kamele sind doch nicht aus Käse gemacht, Abelmir. Nein, aber Kamele geben Milch. Aber sie geben Milch. Ach so, ja, das richtig, natürlich. Und ich denke, mit Pilzen werden sie in ihrem Alltag nicht viel Kontakt haben. Vielleicht haben sie einfach kein Gesetz dagegen. Sie haben vor allem keine Höhlen, in denen Pilze wachsen könnten. Es gibt auch Wüstenhöhlen, aber ja, es gibt wenig Wüstenpilze, das stimmt schon. Vielleicht haben wir ein universelles, nationenverbindendes Speisegebot gefunden. Du sollst nur Pilze essen. Das verbietet ja keine Religion, oder? Klingt schrecklich. Ich hatte tatsächlich immer den Verdacht, dass sie diese Gesetze einfach spontan erfinden, wie es ihnen passt. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass das mit dem im Mondscheinbaden schon zweimal zum Ausdruck kam. Einmal von einem sehr pikierten Novadi. Erinnerst du dich noch, als wir in Funin eingeladen waren? Bei dieser Feier, wo ihr dann in den Keller verschwunden seid und es auf einmal diesen dramatischen... war das so? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, da war ich nicht dabei, Boltax. Irgendjemand ist fast in einem Brunnen ertrunken, glaube ich, oder in einem Bassin. Ja, der Elf, genau, der Elf. Ja, genau. Und deshalb hat der Novadi sehr pikiert gesagt, dass man nicht im Brunnen baden soll beim Mondschein. So war das. Ich denke, das bezieht nur auf den Brunnen, nicht auf den Mondschein. Aber ich stimme dir zu, Boltax, denn wer würde sich freiwillig verbieten, im Mondschein zu baden? Ja, wer würde das nur tun? Gut, da sind die ersten Gäste. Ich gehe jetzt nach vorne zum Altar. Wünscht mir Glück.
Ja, viel Glück. So könnt ihr euch trennen. Sulamin geht mit Rafim gemeinsam an den Eingang dieser großen Höhle, die ja mitten im Urwald liegt, könnte man meinen. Und dort dann die ja, Plätze den jeweiligen Kapitän zuweisen, damit sie sich nicht wieder in die Haare bekommen, so wie es die letzten zwei Monate auch schon immer mal wieder hochgekocht ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie die Novadis gar nicht einladet, aber wenn das Boltax getan hat, auch aus Höflichkeit, werden sie selbstverständlich auch erscheinen, wohl aber noch etwas später. Die anderen Kapitäne, wohl aus dem Mittelreich, Aranien und auch Kunchom, sind aber auch alle pünktlich. Die Alanfaner werden sich etwas verspätet nach ja, vielleicht 5 Minuten der Zeremonie, des Beginns der Zeremonie eintreffen, aber auch zu dem Zeitpunkt ist die Braut noch gar nicht da. Die wird dann eine halbe Stunde später mit einer großen Kutsche dann vorfahren. Und mit dabei sind neben Lahalkash auch sämtliche anderen Schiffszimmermänner und Schiffszimmerfrauen, die sie dann in der Kutsche begleitet. Und wenn sie dann aussteigt, hat sie die geflochtenen Haare von Sulamin und das lange braune Kleid. An ihrer Seite auch noch eine große Werkzeug- oder Gürteltasche, die da wohl auch sehr stilvoll mit einer Brosche veredelt ist. Und ja, so schwebt sie dann grazil in den Höhleneingang hinein, nachdem sie zumindest Rafim und Sulamin einmal höflich zugenickt hat mit einem großen, breiten Grinsen. Und ja, ihr könnt noch sehen, wie einige der Schiffszimmermänner und Frauen noch einige kleine Kieselsteine vor ihr ausstreuen, auf die sie dann leicht knirschend tritt. Wenn sie dann nach vorne in Richtung des Altars zu Boltax geht, dann ja, werden immer wieder weitere Kieselsteine vor ihre Füße geworfen, bis dann die Säckchen leer sind und sie vor Boltax steht. Sieht wundervoll aus. Ich kann es gar nicht fassen. Oh. Du auch. Ich bin so glücklich. Dann können wir jetzt beginnen. Ich habe Abel mir extra gebeten, noch zu warten. Abel, wir können mit dem Verlesen der Familien beginnen. Ich schlage mal dieses Buch auf, was Boltax so gebunden hat. Ich würde da nicht den Namen vorlesen. Ich habe keine Ahnung. Und nach etwa 2 Stunden ist Abel mir dann der Mund sehr trocken und die meisten Gäste gelangweilt, aber sowohl Braut als auch Bräutigam und natürlich alle anwesenden Zwerge hellauf begeistert, denn die Familien der beiden sind jetzt vorgestellt und auch festgestellt. Du meinst auch, dass es in verschiedenen Zweigen wohl auch Überschneidungen gegeben hat? Nicht ungewöhnlich. Genau, nicht ungewöhnlich, weil der Stammbaum halt sehr breit ist und die Zwerge sehr alt werden und da ist dann der ein oder andere Großcousin oder die Großcousine mal doppelt vorgekommen. Ja. Angroshminia, so stehen wir bezeugend hier, nachdem unsere Familien dargelegt worden sind. Und ich schwöre auf die Elemente, meine Liebe zu dir und alles, was ich in diese Beziehung, die uns fortan tragen wird, einbringen werde. Dann würde ich 6 kleine Edelsteine ausrollen, die jeweils die Edelsteine des entsprechenden Elementes sind. Und dann zum ersten Edelstein hingehen, dem Stein des Feuers, und den Schwur des Feuers leisten. Angroshminia, möge unsere Liebe brennen wie die Leidenschaft des Feuers. Dann küsse ich den Stein, trete vor den nächsten, den Stein des Erzes. Angroshminia, möge unsere Liebe beständig sein wie das Erz. Abermals küsse ich den Stein und trete dann zum nächsten. Angroshminia, möge unsere Liebe frisch sein und erfüllend wie die Luft, die uns umgibt. Küsse den Stein ein weiteres Mal und stelle mich vor den Stein des Humus. Angroshminia, möge sie verlässlich sein wie der Humus unter unseren Füßen. Dann wende ich mich dem Stein des Wassers zu. Angroshminia, möge unsere Liebe wandelbar sein in Zeiten der Not, wie das Wasser, das überall um uns herum fließt. Ich gehe zum letzten Stein, dem Stein des Eises. Angroshminia,
Möge unsere Liebe stets klar und schön sein, wie die makellose Schönheit des Eises im hohen Norden. Dann würde ich alle Steine zusammennehmen, ihr in die Hand geben und auf die Mühle deuten, die Edelsteinmühle, die extra für diesen Tag gebaut worden ist. Ja, du hattest auch wohl gehört, dass sie dir jedes Mal zunickt, ein nicht zu verlöschendes Lachen in ihrem Gesicht bzw. Lächeln. Und wenn sie dann auf die Mühle zugeht, die Edelsteine in ihrer Hand wiegt, spricht sie auch das alte Rogolan bzw. Angram. Und wenn sie dann nach und nach die Steine in die Mühle von oben gleiten lässt, spricht sie Drodda, Ka'angrosh Logrom Magmangre Broschengre. Möge Angrosh Schutz über uns sein. Drax. Dann würde ich die Kammer der Edelsteinmühle öffnen und das in vielen Farben schillernde Pulver herausholen, es auf den Altar stellen und dazu eine kleine Schale mit Öl eingießen und ihr dann die Eherune ins Gesicht zeichnen mit dem Öl und das Ganze dann mit dem Pulver bestäuben, sodass es haften bleibt. Ich schwöre dir bei den Elementen, dass unsere Ehe im Zeichen unseres Schwurs steht. Und mich dann herabbeugen, sodass sie dasselbe machen kann. Ja, sie folgt dir selbstverständlich und trägt dann auch das Edelsteinpulver auf. Dann würde ich Zulamin zunicken. Zulamin ist tatsächlich während dem Verlesen der Namen ein bisschen weggedöst, denn sie hat ja die ganze Nacht durchgemacht. Aber ein Rückenstoß von Serpentilio hat sie rechtzeitig zu den Schwüren der Elemente wieder aufgeweckt. Und sie schreitet jetzt durch die Reihen der Gäste und lächelt euch beide herzlich an. Sie flüstert euch leise zu. Ihr sieht toll aus. Und dann laut, sodass es alle hören können. Lieber Boltax, liebe Angrosh Minia, ich weiß, dass meine Göttin ihre Freude an eurer Liebe und an diesem Fest hat. Denn sie lächelt herab auf alle Liebenden, ob sie nun von ihnen angebetet wird oder nicht. Und deswegen möchte ich euch fragen, möchtet ihr sie zusammen mit mir auf eure Hochzeit einladen, damit sie ihre Freude mit den Anwesenden teilt? Aber natürlich, je mehr, desto besser, sagt man doch. Gut, dann Zulamin dreht sich um, sodass sie zwischen euch steht und die Leute anschaut. Sie faltet die Hände und ihr Blick schweift so über die Köpfe der Leute hinweg. Geliebte Herrin Raja, sie, dieses Paar, das in diesen dunklen Zeiten in Liebe zusammengefunden hat und heute den Bund der Ehe eingehen will. Meine lieben Freunde Boltax und Angrosh Minia. Und sie legt euch so die Arme um die Schultern. Sie, die Festgesellschaft, die sich versammelt hat, um Zeuge ihres Bundes zu sein und heute mit ihnen zu feiern. Sei Gast auf diesem Fest, auf das es ein Fest der Freude sein möge. Und schenke uns allen diesen Moment des Durchatmens und des Glücks, auf dass wir ihn niemals vergessen. Und dann greift sie euch beide bei den Händen und würde sich einmal in so einem langsamen, schreitenden Tanz mit euch durch die Höhle bewegen und damit quasi den Kreis des Festes abstecken. Und das ist die Liturgie Fest der Freude. Wunderbar. Und während die Liturgie gewirkt wird, glitzern die Zeichen, die Boltax und Angrosh Minia sich jeweils auf die Stirn aufgetragen haben, in einem irisierenden Licht. Wahrlich, Raja ist auf diesem Fest anwesend.